institutionelle Diskriminierung. Diskriminierung allgemein meint zunächst einmal eine Benachteiligung, eine Schlechterstellung. Wenn man das am Beispiel Rassismus oder Sexismus oder wie auch immer aufziehen möchte, dann denke ich, gehört dazu immer die Vorstellung, dass man Menschen in bestimmte Gruppen einteilt. Das sind Gruppen dann entlang einer bestimmten Hautfarbe, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, wie auch immer. Und diese Aufteilung dann gleichzeitig hierarchisiert. Das heißt, man zeichnet eine Gruppe als minderwertiger als die andere. Das passiert nicht irgendwie von alleine, sondern hängt immer mit Herrschaftsverhältnissen zusammen. Das heißt, Macht spielt eine entscheidende Rolle. Wer hat die Macht, seine oder ihre Definition durchzusetzen darüber, wer schlechter oder wie auch immer geartet ist. Und institutionell meint in dem Zusammenhang, vielleicht ganz grob gesagt, das sind, würde ich sagen, die ungeschriebenen Regeln, die unseren Alltag bestimmen. Wir haben einerseits Gesetze, die ganz klar formulieren, so und so hat etwas zu laufen, so und so hat etwas zu sein. Und daneben gibt es eben diese ungeschriebenen Regeln, die unsere Normalität bestimmen. In den Institutionen, in den Behörden, das kann aber auch in der Fabrikhalle sein, das kann auch im Migrationsrat bei der Arbeit sein. Die Abläufe, die sich da gestalten, wenn mehrere Menschen zusammenkommen, um zusammen zu arbeiten an einem bestimmten Ziel, dann haben sie einerseits das Regelwerk, das festgeschrieben ist, das können Verträge sein, Arbeitsverträge, die mir vorgeben, so und so habe ich zu arbeiten, das und das habe ich zu machen. Das ist das eine. Wie sich das dann im Alltag umsetzt, welche Handlungen sich daraus für mich ergeben, welche Gewohnheiten, welche Mechanismen. Das, was oftmals eher unbewusst passiert und eben deswegen ungeschriebene Regeln meint, das wird dann als institutionell bzw. institutionalisiert beschrieben. Das heißt, selbst wenn ich nicht bewusst beabsichtige oder mich nicht als bösartige Rassistin oder als bösartiger Sexist verstehe, können meine Handlungen im Ergebnis trotzdem Diskriminierung nach sich ziehen. Der Unterschied sicherlich, wenn man von individueller Diskriminierung spricht, das heißt, ich bin auf der Straße und beleidige jemanden, beschimpfe jemanden, das ist das eine. Ich denke, das Ganze ist zwar verletzend, aber nicht so gravierend. Wenn ich aber innerhalb einer, wie man sie im Alltagssprech, einer Behörde, einer Institution, einem Apparat wie der Polizei bin oder der Schule, dann bin ich mit Macht ausgestattet. Das heißt, das, was ich mache, hat bestimmte Konsequenzen, die über meine individuellen Einstellungen, Handlungen hinausreichen. Das heißt, wenn ich in meiner Funktion als Lehrerin, in meiner Funktion als Polizistin, wie auch immer, diskriminierend handle, auch wenn es mir vielleicht gar nicht bewusst ist, hat das nochmal völlig andere Konsequenzen. Wenn ich zum einen von institutioneller Diskriminierung oder institutionalisierter Diskriminierung spreche, und dann damit die Frage verbunden ist, was soll ich tun, damit das nicht mehr passiert, da ist, denke ich, der Punkt, ich kann als einzelne Person mein Verhalten natürlich irgendwie kontrollieren und selbst darauf achten, dass ich andere Menschen nicht diskriminiere. Damit ändere ich oder damit komme ich aber nicht an institutionalisierte Diskriminierung ran. Das ist ein Phänomen auf politischer Ebene.